Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hausflipper-Video. Bevor ich auf das Out-of-This-World-Update eingehe, was gestern rauskam, sei ganz kurz erwähnt, das ganze Hausflipper-Franchise ist momentan im Sale mit großen Prozenten auf. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr bisher noch nicht zugeschlagen habt. Jetzt will ich gar nicht lange warten und will direkt drauf schauen. Ja, ich bin super, super neugierig. Das Farm-DLC ist jetzt schon 2 Monate draußen. Und ja, es gibt neue Sachen. Da es dieses Jahr kein April Fool's Day Content gab, hatten wir letztes Jahr ja was Cooles, gibt es jetzt ja das Out of This World Update. Ich bin super neugierig. Wir sehen auf dieser Infografik schon, es gibt mindestens einen neuen Job, es gibt einen neuen Dachtypen, es gibt neue Häuser und neue leere Plots. Außerdem 350 oder mehr als 350 neue Items und wir können den Pferden den Sattel abnehmen oder den Sattel tauschen und die auch, ja, wie nennt man das, sauber machen. Dazu gibt es einen coolen Trailer, den ich mir mal kurz angucken wollte. Machen wir doch da direkt mal rein. Okay, das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ich bin schon mehr gespannt. Vor allem das neue Dach interessiert mich doch sehr. Zumal ich auch ja eigentlich immer ein längliches Dach wollte. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Wir hatten bisher noch nicht die Gelegenheit, euch einen vollständigen Überblick über die Dachmechanik zu geben. Jetzt ist es endlich soweit. Und es ist genauso einfach wie das Hinzufügen von Erweiterungen. Außerdem haben wir gehört, dass ihr nach frischen Looks für eure Häuser Ausschau haltet. Also hoffen wir, dass diese neue Dachoption das Richtige für euch ist. Lasst uns gemeinsam einen Blick darauf werfen. Sollen wir? Hier sieht man jetzt, es ist genauso wie beim bisherigen Dach auch. Man drag and drop, man zieht einfach und ja, sieht wirklich mega einfach aus. Das benötigt eigentlich auch gar keine größere Ausführung, finde ich. Dann gibt es ein neues Haus. Hier steht jetzt New House. Okay. Konnten wir ja schon sehen im Video. Wie viel Sinn das jetzt macht, kann ich nicht ganz sagen. Ich weiß ja nicht. Werft einen Blick auf dieses außerirdische Projekt da oben. Es sieht aus wie eines dieser Raumschiffe aus der Area 51. Ich frage mich, woher es stammt und was die Geschichte dahinter ist. Naja, gut. Muss jetzt nicht unbedingt sein, wenn ihr mich fragt. Aber okay. Na gut. Ist mal was anderes. Es hat absolut nichts mit House Flipper oder mit einem Farm-DLC zu tun. Außer, dass das auf einem Feld gelandet ist. Aber. Okay, dann gibt es zwei neue Grundstücke, die zu bebauen sind. Ja, lasst eurer Kreativität freien Lauf auf zwei neuen leeren Grundstücken in diesem Update. Die Möglichkeiten sind endlos und die einzige Grenze ist eure Vorstellungskraft. Hier finde ich es ganz interessant, dass tatsächlich noch ein Labyrinth dabei ist, wobei es eher nach zwei Labyrinthen aussieht. Und wenn ich jetzt mal so genauer schaue, ist das im Prinzip genau dasselbe, was ich gerade gemacht habe. Es ist doch das von dieser Woche, oder nicht? Das sieht mir genauso aus wie das Haus, wo ich das zweite grüne Haus, wo das Labyrinth halt bei ist. Also es ist genau dasselbe Grundstück. Was natürlich cool wäre, weil ich das ja selber bebauen wollte. Das wäre cool. Und ich finde, hier kann man super hier das Haus bauen und hier dann die Farmtiere halten, zum Beispiel. Aber okay, hier bin ich besonders neugierig, was das wohl für ein Grundstück ist. Ich überlege gerade, so ein Häuschen haben wir außerhalb unserer Grundstücke ein paar Mal.
Wir werden sehen. Da werden wir uns auf jeden Fall auch mal reinschauen. Dann gibt es auf jeden Fall auch neue Interaktionen, die vor allem für die Bauern. Verwöhnt eure Freunde mit einer gründlichen Bürstenmassage und macht sie mit den Pflegemechaniken noch glücklicher. Meine Güte, das ist aber auch schwierig heute mit meinem Deutsch. Dann gibt es außerdem neue Sattelvarianten. Achtung, Pferdefreunde, es wurden neue Satteloptionen zum Spiel hinzugefügt. Wuhu! Ihr könnt sie mit nur einem Klick austauschen. Ihr könnt euren Pferden auch eine Pause gönnen, indem ihr ihnen die Sattel abnehmt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann muss das Pferd nicht immer damit rumstehen. Das ist schon nicht schlecht. Dann gibt es neue Gegenstände. Hier steht jetzt über 300. Auf der Infografik steht was von wegen mehr als 350. Über 300 neue Gegenstände? Ja, probier es an sonnigen Tagen doch mal mit dem Aufhängen deiner Wäsche zum Trocknen. Wir hoffen, dass diese kleinen Details dazu beitragen, dass du dich in Maple Bloom Village noch mehr wie zu Hause fühlst. Okay, wir werden auf jeden Fall mal schauen. Und das war's jetzt auch mit dem Update. Und dann wollen wir doch direkt mal hier rein. Hier fügt das alles nochmal zusammen so ein bisschen. Es werden, wurden unter anderem auch verschiedene Bugs gefixt. Ich bin ja mal gespannt. Und die Möglichkeit, das Wetter auszustellen, das finde ich eigentlich tatsächlich nicht schlecht, denn es war teilweise schon nervig, vor allem weil sich das ganz oft auch festgesetzt hat und ich dann immer wieder dieses dunkelgraue Wetter hatte. Das ist doof. Dann wird hier nochmal darauf hingewiesen, dass sie weiterhin auf unsere Hilfe angewiesen sind, indem wir Fehler, Probleme oder Wünsche weiter melden. Ja, Kindes, es ist nicht auch unsere Aufgabe eigentlich. Aber okay, ich will nicht weiter warten. Wollen wir doch mal direkt reinwechseln und uns das Ganze einmal live anschauen. Das schnellste Pferd der Welt lief eine Viertelmeile in 20,57 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h. Okay. So, dann sind wir erstmal in meinem Büro. Hi. Irgendwann stehe ich wirklich im Haus. Hallo, warum laufen Sie da draußen rum? Pferd, ist alles okay bei dir? Siehst ein bisschen so aus, als würdest du reiern. Okay, wollen wir mal gucken. Okay. Wäre jetzt natürlich toll, wenn das Pferd sich wieder drehen würde, aber okay. Machen wir das einfach mal ganz ab. Ich finde halt auch irgendwie den Sinn dahinter nicht so ganz ersichtlich, warum wir so ein Pferd kriegen. Oh Gott, das ist aber schlecht gemacht. Die Hand ist sehr groß, obwohl die ja kleiner werden müsste, wenn wir striegeln. Okay. Ja, komm mal mit. Warte, ich kann doch aufsteigen. Ja, mach dich nicht über mich lustig. So, ich finde nach wie vor die Pferdführung ein bisschen ungünstig. Stopp, danke. Was ist denn? Okay. Jetzt habe ich hier aber auch gerade eben irgendwo was gesehen, dachte ich jedenfalls. Ja. Das ist auch total blöd. Also, ja. Weiß nicht. Anyway, interessiert mich jetzt auch gar nicht. Ich will mir die neuen Items angucken. So. Okay. Die gefallen mir. Oh, die sind cool. Die gefallen mir wirklich. Okay. Ja, finde ich sehr gut. Dann haben wir hier das neue Dach. Cool, hat dieselben Optionen
Farblich finde ich nicht schlecht. Okay, werden wir auch mal ausprobieren. Oh, okay. Und das gibt es jetzt in allen Farben, ja? Oh, das finde ich cool. Das finde ich sehr gut. Ja, bei den Garagentüren gibt es nicht wirklich was Neues. Das auch nicht. Das jetzt auch nicht. Hier ist auch nichts Neues bei. Ja, guck mal. Oh ja, das wollte ich tatsächlich schon länger mal haben. Cool, dann kann man noch so extra Touches dazu machen. Finde ich auf jeden Fall auch super schön. Okay, sonst gibt es hier wohl nichts Neues, außer es wird mal wieder nicht richtig angezeigt. Ich scroll mal durch. Nö, sonst scheint alles okay zu sein. Okay, gehen wir mal weiter hier rein. Ah, okay. Beste Beispiel dafür, dass sie das nicht immer richtig einordnen. Ah, das ist wahrscheinlich fürs UFO, ne? Cool. Okay. Finde ich schon mal nicht schlecht. Okay. Vieles, was wir schon kannten. Ja, hier so ein Helm. An den kann ich mich nicht erinnern. Das hier scheint auch neu zu sein. Windmühlendekorat. Wie groß ist das? Oh, wow, das ist groß. Cool, okay. Schön. Paar interessante Bilder, okay. Ja gut, aber die waren, glaube ich, auch alle schon dabei, ne? Endlich mal neue Blumen! Yay! Wie groß sind die? Oh, wow, okay. Also das ist L. Das ist M. Und das ist S. Ja, ne, das ist nicht mal ein Unterschied. Oh, cool, die sind auch schön. Kann ich dir helfen, Shelly? Okay, minimaler Unterschied, ja. Okay, ja, das finde ich also auch nicht schlecht. Oh, das sieht auch interessant aus. Efeu, sehr schön. Ah. Ja, es wurde auch Zeit, dass wir mal neue Blumen kriegen, ne? Und hier sowas, dass man das auf die Fensterbank stellen kann, finde ich auch schön. Sehr, sehr schön. Okay, waren die. Gab's die vorher schon? Habe ich das noch nicht gesehen? Nein, also hier scheinen die einfach alles wieder gemischt zu haben, ne? Cool. Okay, cool. Ja, gut, neuer Fernseher, Lichter. Gibt's hier irgendwas Neues? Oh ja. Oh, cool. Ah, das finde ich schön, ja. Das ist auch toll. Kriegt man hier. Oh, wie cool, man kriegt hier jeden Buchstaben. Oh, cool, das ist toll. Okay, cool. Aber was ich jetzt auch cool fand, waren die Lampen, die da eben waren. Idee. Das ist der Hammer. Ich muss mal rein. Wie hell sind die? Oh, wow. Die sind groß. Ach, das sind. Oh, wie cool. Oh ja, okay, die finde ich wirklich cool. Die sind schön hell. Und das ist das eine Stehlampe? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, wie süß. Ja, die sind schön. Das finde ich toll, ja. Ein Alpaka. Oh, schön. Okay, Möbel.
Kinder, ich bin neugierig. Das ist alles alt. Die hier sind neu. Das ist halt doof, dass die da jetzt so komplett zwischengemischt sind, ne? Ah ja. Oh, das ist auch cool. Ah, das finde ich super, ja. Hier noch mehr neue Betten. Yay! Die sind aber auch schön. Oh, Leute, ich werde so viel Spaß damit haben. Sind das? Wie groß sind die? Oh, cool, okay. Warum folgst du mir eigentlich? Naja, gut, okay. Weiter im Text. Okay. Die sind ja auch neu, die sind auch sehr hübsch. Der Stuhl ist cool. Gibt es da auch neue Tische für? Oh, cool. Oh, wie cool ist das denn? Das sieht cool aus. Mein Herz geht auf. Yay. Muss ich meine Küche nochmal umgestalten? Oh, schön. Oh ja, hier, die sind auch cool, ne? Oh, der ist ja mal geil. Den will ich haben. Auch wenn er hier nicht hinpasst, aber ich will ihn haben. Cool. Oh, schön. Oh ja, die sind auch schön, die Sachen. Passen gut zu den neuen Kleiderschränken. Also die Anordnung der neuen Sachen, sehr hübsch auch, lässt für mich darauf schließen, dass die Sachen, die jetzt hinzugefügt wurden, eigentlich schon mit dem Release dazu sollten und deswegen so mittendrin geordnet sind. Cool. Sehr schön. Cool. Noch ein Schaukelstuhl, yay. Die Schreibtische sind auch schön, ja. Okay, cool. Zubehör. Mal gucken, was wir da so Schönes haben. Hatten wir alles schon? Neue Plüschtiere? Ein Teleskop und der Mülleimer sind neu. Schön. Sehr schön. Und dann gucken wir nochmal hier rein, was es hier so Neues gibt. Hier nichts. Die Feuerstellen sind schön. Hatten wir ja schon. Ja, hatten wir auch schon. Gibt es hier irgendwas Neues, was mir vielleicht dabei hilft, meine Schweine trinken zu lassen? Oder mein Schwein? Ich habe ja nur eins. Oh, wie schön. Die ist toll. Wie groß ist die? Hübsch. Das ist echt süß. Ah, neue Bänke. Sehr schön. Ja, hier die beiden Sachen sind neu, die Wäscheleine und der Pfosten für die Wäscheleine. Ah, okay, cool. Dann könnte ich ja wahrscheinlich auch hier meine Wäsche hinhängen, oder? Nicht, dass ich das machen wollen würde, aber cool. Ja, das lässt die ganze Sache ein bisschen heimischer wirken, ne? Das finde ich sehr schön. Auf jeden Fall haben wir dann einiges neu. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt wollen wir noch einmal reinschauen. Gucken wir mal auf die diversen Grundstücke. So. Nichts Neues, nichts Neues, nichts Neues. Oh, hier ist gar nichts neu bei. Ah ja, natürlich, wir müssen ja erst den Job machen, ne?
Ein neuer Job. Ja, ich und diese Karte. Karte und ich werden wohl keine neuen Freunde mehr. Okay, ah, ich habe mich schon gewundert. Eine Renovierung als Dankeschön. Okay, dann wollen wir doch da direkt mal hin, oder? We had a long chat with my auntie last week. Her son Toby and I have finally talked her into renovating the house. It means a lot of work. Get ready for a complete makeover of the floors. Of course, there are some special requests. Aunt Matilda has always dreamt of her own closet. She's also got weary of the old pigsty outside. As for Toby, he'd like to have an observatory on the top floor of the house. He writes for astronomy magazines and does his own research. He has no time to organize the renovation himself. So, I decided to do it for them. Na, das ist doch mal süß. Ich fand es jetzt auch total witzig, dass wir Shelly hier schon sitzen ko sehen konnten. Schade, dass der Text nicht auf Deutsch war. Aber ich bin mal gespannt. Okay, es scheint wieder in der Nähe von mir irgendwo zu sein. Sieht man hier irgendwo einen Wasserfall? Oh ja. Oh, wie hübsch. Okay, dann müsste ja da oben meine Farm sein. Nee, das kann nicht meine Farm sein. Ach doch, 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 das ist das bebaute Grundstück. Okay, wir wollen erstmal hier rein. Okay. Okay. Cool. Überall die Farbe, das ist nicht schlecht. Oh, wow. Okay. Oh. Ja, okay. Bin super gespannt, weil hier geht es ja auch irgendwo noch hoch, scheinbar. Okay, cool. Ja, da geht's hoch. Okay. Cool, okay, und jetzt geht's hier hoch, ja? Okay. Und wie kommt man hier runter? Ah, okay. Das sind 9 Quadratmeter, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Okay. Wow. Gegenstand verkaufen. Die 8 Fenster. Ich fange einfach mal direkt an. Oh, auch wenn ich das hier sehr beengend finde. Okay, und jetzt sollen Gegenstände gekauft werden. Also als erstes muss hier ein Lichtschalter rein. Nicht, dass das was bringt ohne Lampe. So. Vier dieser Riesenfenster, okay. Ja.
Also ich sag's jetzt ja ungern, aber wo soll ich denn hier noch ein Fenster hinmachen? Ach so, man kann das jetzt in die Decke machen, aber okay. Ja, läuft schon wieder klasse. Ich sehe das schon. Ignorieren wir das jetzt einfach. Ich kann nichts dran ändern, ne? Also, ich habe halt nur vier Wände. Wohin soll ich denn bitte das fünfte Fenster machen? Oh mein Gott, okay. Ja. Ja, aber ich kann auch sehen, eins der Fenster, es sind ja tatsächlich eigentlich nur vier, die mir angezeigt werden, aber ich habe ja vier hinzugefügt. Ach, guck mal, nee, ja, gut. Wenn man natürlich blöd ist, ne? Das ist aber auch nur was für jemanden, der keine Platzangst hat. Hübsch. Und jetzt müssten wir ja auch irgendwie zu meinem Grundstück gucken können. Da oben ist meins. Nur halt mit einem anderen Haus drauf. Cool. Okay, jetzt sehe ich hier aber immer noch irgendwie auf der Minimap was. Ich weiß noch nicht, was das ist. Es sieht aus wie Dreck. Okay. Ja gut, der Raum ist leer. Ich kann nichts dafür. Ein Fenster soll es sein. Moment, wo ist denn der Balkon? Okay, gut. Gut, dann muss ich da doch noch was mit warten. Gut, dann haben wir das Büro schon mal fertig, was nicht als Büro anerkannt wird. Okay. Und dann wollen wir mal wieder hier rein. Hier bin ich mir nicht sicher, wo das Fenster und wo die Tür hin soll. Deswegen lasse ich das erstmal. Ja, der Boden ist super schön. Okay, dann gehen wir hier rein. Okay, wunderbar. Dann haben wir das auch und können jetzt quasi auch schon sagen, wo hier was hin soll.
Okay, es wird ein sehr, okay, ja. Geht der Balkon einmal komplett ums Haus, oder wie? Okay. Ich weiß halt auch immer noch nicht, was das da für Dreck ist, aber okay. Nein, jetzt lass mich doch mal da durch. Okay, dann haben wir das hier auch fertig. Gehen wir weiter in das hier. Gegenstände verkaufen. Ja. So, dann wäre auch dieser Raum abgeschlossen. Hier soll ich auch irgendwas verkaufen, ne? Okay, wunderbar. Hier sollen jetzt auch noch andere Fliesen hin. Warum auch irgendwo mal dasselbe nehmen, ne? Okay. Hätten wir den auch abgeschlossen. Geht's weiter nach unten. Gehen wir mal in das alte Büro. Multifunktionszimmer. Gut, ich hätte das jetzt einfach Schlafzimmer genannt, aber okay. Aber ein bisschen Ordnung muss ja dann doch sein, ne? Auch hier soll ich weiß streichen. Kriegen wir hin. Okay, haben wir den Flur auch. Die Waschküche. Okay, ich nehme mal an, hier muss ich alle verkaufen, ne?
So, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Hier soll tatsächlich noch ein Badezimmer rein. Kinders? Ernsthaft? Hättet ihr das nicht früher sagen können? Oh, nee, falsch rum. So rum. Okay, gucken wir mal. Wie immer erstmal alles aus dem Weg schaffen, was sich aus dem Weg schaffen lässt. Und dann gucken wir weiter. So. Also hier soll eine Dusche rein, Waschmaschine, Handtuch, Heizkörper, Toilette und Spüle. Also Waschbecken. Ja, das ist wieder das Doofe. Du weißt halt nicht. Der Heizkörper kommt hinter die Tür. Egal, du weißt jetzt halt nicht, was für eine Dusche das sein soll, ne? Das ist jetzt das Doofe. Deswegen wusste ich jetzt nicht so ganz, wo ich es platzieren soll. Aber das sieht ganz okay aus. Und ich könnte eventuell sogar Glück gehabt haben. Ha! Yay! So, dann würde ich tatsächlich die Toilette dahin machen. Und Waschmaschine und Waschbecken dahin. So, dann haben wir das Badezimmer auch fertig. Dass man hier nicht streichen muss, finde ich merkwürdig. Aber okay. Und dann kommen wir in den letzten Raum. Ich bin mal gespannt, ob wir draußen auch was mal groß machen müssen, außer den Misthaufen wegmachen.
Dann haben wir hier drin tatsächlich alles fertig jetzt, ne? Dann gehen wir mal rausgucken. Wechsle die Bedachung. Habe ich. Oh boy. Streiche mit den Farben blutiges Rot. Gott, okay. Pflastersteine soll ich verkaufen. Ah, guck mal, so habe ich mir das auch beim Stroh gedacht. Das ist ja wie bei den Gartenjobs, wenn da ja, Reste sind, ne? So, und schon ist die Garage auch von innen gemacht. Die ist doch hübsch geworden. So. Gucken wir mal. Muss Verschmutzung reinigen. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und Balkone muss ich anbringen. Okay, gucken wir erstmal, ob der Hund jetzt irgendeine Hilfe ist. Ist er? Uhu, oder sie? Oh, das geht so viel schneller. Ich wünschte, wir hätten die auch hier drinnen. So, ich habe jetzt zu Ende gestrichen, wie es ausschaut. Mir wird jedenfalls nichts mehr angezeigt, was ich machen soll. Geil ist, dass der Eimer so klein ist, weil eigentlich waren das ja alles so große Eimer. Aha, Dankeschön. Ja, aber scheint ja auch noch voll zu sein, ne? Ich habe aber das ganze Haus schon fertig gestrichen. Jetzt soll ich hier noch einen Balkon anbringen. Dann machen wir das doch mal, ne? So, habe ich den da eben gedreht? Okay, dann haben wir das auch fertig. Aber mir wird noch nicht angezeigt, dass ich fertig bin. Ah, da vorne ist noch was. Ich laufe. Wait, what? Das hatte ich. Okay, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe jetzt gerade die Aufnahme unterbrechen müssen beim Streichen. Und
Eigentlich war das ja hier schon fertig, ne? Auch fertig? Moment. Man kann ja mal hier gucken. Okay, also hier sind verschiedene Räume, die nicht fertig sind. Okay. Gehen wir da noch mal rein, ne? Ah, der typische. Das typische Problem. Es sind wieder Wände oder vielmehr in diesem Fall Decken nicht gestrichen. Super. Yay, da haben wir es jetzt doch noch fertig und wollen mal gucken. Ja, zum Glück, hier kann ich wenigstens alles Überflüssige jetzt verkaufen. Könnte ich jetzt aber genauso gut auch einfach so lassen, weil das nicht mir hinzugefügt wird, sondern einfach zum ganz normalen Budget. Das heißt, ich hätte jetzt noch die Möglichkeit, andere Sachen zu machen, eventuell. Wäre das Geld wirklich knapp gewesen? Dann wollen wir mal aus diesem hübschen Grundstück wieder nach Hause. 100% abgeschlossen. Wow, das ist viel. Wow. Na gut. Ja, viel freundlicher. Ordentlicher und freundlicher. Ja. Sehr viel schöner. So, das war dann auch schon der neue Job. Jetzt wollen wir doch direkt mal gucken gehen. Müssten wir ja auch das neue Grundstück schon sehen. Hallöchen. Ja, und tatsächlich, jetzt sehen wir zwei neue Grundstücke, nämlich einmal das im Wald. Das wird dann wahrscheinlich. Nee, das kann nicht das sein, wo wir gerade waren. Da war ja. Genau, da waren wir ja am Wasser eigentlich. Okay. Und dann haben wir noch ein grünes Grundstück. Yay! Nämlich das Labyrinth der Freude. Sieht für mich jetzt wirklich so aus wie das Grundstück, was wir am Mittwoch gemacht haben. Ja, cool. Das finde ich auf jeden Fall super schön. Dann wollen wir doch noch mal schauen. Es ist natürlich gigantisch, ne? Dann haben wir hier einmal das Haus am Fluss. Sieht so ziemlich so aus, wie wir das gerade gesehen haben. Und dann haben wir hier unten noch das UFO. Das ist auch reichlich teuer. Aber nun gut. Ich sehe gerade, die sind alle relativ teuer. Interessant. Okay. Was ich mir jetzt abschließend gerne noch angucken würde, wäre tatsächlich mal das Dach. Das Thema doch. Verkauf das mal bitte. Dankeschön. So, dann gehen wir hier oben auf Dach und nehmen uns mal das Neue. Ist das das, was ich hier auch habe? Nee, ne, der. Ich habe schon keine Ahnung mehr, was denn doch ich habe. Ich glaube, ich habe das. Ah, okay, dann können wir jetzt gucken, wohin wir. Ah, okay, ich will das jetzt so haben. Wow, das sieht komisch aus. Okay. Oh, jetzt ändert sich das Wetter wieder. Oh Mensch. So, dann hätte ich jetzt gerne mal etwas. Aha.
Okay, sieht schon weniger blöd aus. Hier hat irgendwo jemand hingemacht. Okay, es sieht auf jeden Fall weniger blöd aus. Okay. Ist jetzt auch noch nicht mein Lieblingsteil, aber okay. Hat mein Schwein immer noch Durst? Ja, gut. Kann ich dir jetzt nicht wirklich mithelfen, weil hier steht überall Wasser rum. Gut, ich werde mich jetzt noch was um meine Tiere kümmern. So ärgerlich. Und ja, dann wollen wir mal weiterschauen. Also, wir haben im Großen und Ganzen jetzt alles schon entdeckt, was neu ist. Finde ich nicht schlecht. Es ist ein gutes Update. Mal gucken. Also es gibt Sachen, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber okay, vielleicht bringt es ja noch etwas mehr Wert. Wir werden sehen. Mit dem Dach bin ich noch nicht ganz happy. Das gefällt mir so nicht wirklich. Mal gucken. Aber wir haben ja in dem Video auch sehen können, dass da die verschiedenen Dächer zusammengefasst wurden. Vielleicht funktioniert das. Ich guck mal, ich spiele da mal ein bisschen mit rum und schaue mir das Ganze dann nochmal in Ruhe an. Das Video war jetzt lang genug. Ah, tatsächlich da unten. Cool. Hallo. Juhu. Hallo. Cool. Okay. Hi. Was möchtest du denn? Ja, du hast nichts zu essen und zu trinken hier. Okay, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch etwas weitergeholfen. Lasst mir in den Kommentaren doch auf jeden Fall mal euer Feedback zu dem Update. Was haltet ihr davon? Was ist euer liebstes Teil davon? Und was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Das ist immer besonders interessant zu wissen. Und dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir auch ein Abo da. Klingelt das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das nächste Video hochlade. Und das dürfte morgen schon der Fall sein. In dem Sinne sage ich jetzt Dankeschön fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und seid artig. Tschüss.